Ja, servus, liebe Austria-Fans. Da sind wir in der Geburtsstunde des neuen Austria-Magazins 1920. Jeden Dienstag um 19.20 Uhr präsentieren wir euch die Neuigkeiten und vor allem die Hintergründe rund um unsere Mannschaft aus Weidmannsdorf. Das Frühjahr hat begonnen, endlich wird wieder gespielt und die Mannschaft hat uns große Freude gemacht in der vergangenen Woche am Freitag. 2:1 Sieg bei Austria Salzburg und einer hat uns besonders viel Freude gemacht, nämlich unser Torhüter Andreas Leitner, der steht auch schon neben mir. Servus Andreas, ja, du stehst hier und trainierst nicht mit der Mannschaft und das hat leider keinen erfreulichen Grund. Wie schaut's aus, Andreas, wie steht's um deine Fitness? Ja, also hallo zuerst einmal. Ich habe vom Spiel am Freitag leider doch ein bisschen eine kleine Blessur davongetragen und jetzt kann ich derzeit leider nicht trainieren. Und ich werde morgen am Dienstag noch eine MR-Untersuchung haben und dann werden wir mehr wissen. Ja, wir haben es gesehen, voller Einsatz in Salzburg, fast alle Bälle abgewehrt. Was könnte es möglicherweise sein? Ja, es könnte jetzt sein, dass ein Band beleidigt ist bzw. eingerissen ist. Also ich glaube mal, dass nichts komplett kaputt ist und hoffe das natürlich auch. Und wie gesagt, morgen werden wir dann mehr wissen. Ja, also ich muss sagen, es war im Großen und Ganzen ein richtig geiler Abend mit einer geilen Stimmung in Salzburg. Und ja, wir haben Gott sei Dank das glückliche Ende gezogen und das war, finde ich, höchst verdient. Ja, die einzige Tiefe war gleich zu Beginn des Spiels in der Anfangsphase der Gegentreffer. Aber ihr habt euch schnell erholt und habt euch nicht aufgegeben. Ja genau, ich glaube, das war der Knackpunkt in der Partie, dass wir nach einem 1-0 Rückstand sofort gleich in der nächsten Aktion eigentlich das 1-1 gemacht haben durch den Eli. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das war dann der Punkt, an dem wir gewusst haben, dass wir heute die 3 Punkte mit haben nehmen. Er ist im Sommer zu uns gekommen, ist bei der Admira aufs Abstellgleis gestellt worden, aus welchen Gründen auch immer. War dann bei uns 2er-Tormann hinter Dimi, hat sich kollegial verhalten. Er hat ihm jeden Training alles gegeben, er hat den Dimi gepusht. Das Verhältnis Dimi-Leitner ist sensationell. Die zwei verstehen sich gut, pushen sich im Training, helfen sich gegenseitig, tauschen sich aus. Das ist sensationell, was die zwei machen. Und jetzt gegen Salzburg, wo er gespielt hat, er hat sensationell gespielt. Man hat das Gefühl, er verteidigt das Tor mit seinem Leben. Gell? Er war draußen verletzt, er hat alles gegeben, hat den Schmerz nicht anmerken lassen. Also das Hut ab von Leitner. Und ich glaube auch, dass der Leitner auf sehr, sehr guten Weg ist und dass er seinen Weg machen wird und dass er wieder in die Bundesliga kommen wird. Ich hoffe natürlich, dass der Weg in die Bundesliga über die Austria führt und mit der Austria. Wir haben für das Magazin auch mit unserem Torwarttrainer gesprochen, mit Thomas Lenoweit. Der war voll des Lobes, auch über deine Performance. In jedem Training gibst du wirklich Vollgas, auch wenn du nicht die erste Wahl immer gewesen bist. Wie hast du dieses Jahr bisher bei der Austria Klagenfurt erlebt? Ja, also bis auf die Einsatzzeiten, was du gerade angesprochen hast, was natürlich nicht so positiv für mich war, aber ansonsten muss ich sagen, bin ich durchaus positiv gestimmt über das Jahr, jetzt, wo ich jetzt hier bin und ich schaue weiterhin positiv in die nächsten Monate. Also man steckt nicht auf, auch wenn man nicht immer zum Einsatz kommt. Nein, ich glaube, das wäre der komplett falsche Weg. Da zieht man sich nur selber runter und ich glaube, wenn man sich jeden Tag einsteigert im Training, jeden Tag hart arbeitet, kommt das irgendwann zurück. Wir haben jetzt die Übung mit Tempo machen, dass wenn sie drüber gehen, aggressiv in den scharfen Ball reingehen und wie im Spiel, wenn sie den Ball fangen, ist die Übung aus. Wenn sie nicht fangen, gibt es einfach einen Nachschuss. Ganz sicher. Schau. Komm. Und Tempo, komm! Genau. Komm, Tempo. Komm, Katua! Komm auf! Genau. Ja, den Andreas Leitner haben wir schon bei uns gehabt, den Thomas Lenoweit. Und einer darf natürlich nicht fehlen, er ist wieder in Klagenfurt, nachdem er jetzt viel unterwegs war im Ausland, Philipp Mitrovic. Philipp, erzähl einmal, wie war's denn? Lernst du jetzt Englisch oder Holländisch? Es war richtig gut. Ja, ob ich das lernen muss, brauche ich glaube ich nicht, weil mit Englisch stehe ich ganz gut. Und Holländisch ist ein bisschen ähnlich als wie Deutsch. Aber ja, ich mache mir jetzt nicht so einen großen Kopf. Jetzt bin ich wieder zurück und freue mich für die nächsten Aufgaben für die Austria. Und was dann im Sommer passiert, werde ich mich dann vorbereiten. Im Sommer habe ich den ganzen Juni, glaube ich, wo ich mich vorbereiten kann. Wie hat sich eigentlich das Ganze ergeben?
Ja, es hat sich ergeben, weil ich nicht so schlecht gespielt habe, oder? Und ja, es ist über ein paar Leute drüber gegangen und die Vereine, wo ich jetzt war, haben mich richtig gut aufgenommen, haben mich gesehen und sie kennen mich ganz gut, wie ich war. Nur jetzt wollten sie sehen, wie ich persönlich bin und so alles andere, weil die Vereine schauen das auf alles. Du liebst ja Austria Klagenfurt, aber wenn man die Chance hat, diesen Sprung zu machen, dann ist die Lust sicher schon groß. Ja, natürlich. Vor allem England. England war immer mein Traum, dass ich irgendwann einmal hinkomme. Jetzt war ich einmal dort trainieren. Ich hoffe, es geht eh alles am positiven Wege. Aber schauen wir, ich muss jetzt noch die Leistung bringen, noch bis zum Ende. Und ich hoffe dann, dass es klappt. Und es wäre auch gut für mich für weiter. Und es wäre sicher auch nicht für den Verein schlecht, für die Werbung und für alles, dass hier gute Arbeit gemacht wird und dass man den großen Sprung dann weiter von hier aus machen können. Mutig in Polen rein, komm. Mutig rein, komm! Genau. Wenn man jetzt den Werdegang von dem mit den 2 Jahren anschaut, wir trainieren jetzt in 2 Jahren so, wenn ich mir Spiele anschaue, gibt man es eigentlich recht, dass wir so trainieren, dass wir so intensiv trainieren. Sie jammern halt teilweise, vor allem am Montag, wenn es hart ist, aber am Freitag dann geben sie mir wieder recht und sagen, das Training hat einen Sinn gehabt, ich habe am Freitag wieder gut gehalten. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck, warum wir das machen. Und das ist meine Aufgabe, sich auf das hin zu trainieren. Philipp, wie siehst du selber deine vergangenen Jahre hier in Klagenfurt? Ja, es war... Ist noch kein Abschiedsinterview? No, auf jeden Fall. Ich bin bis Sommer hier. Bis Ende Mai bin ich sicher hier. Also, nein, es war auf und ab. 1,5 Jahre waren ganz schwer für mich. Okay, ich war jung, aber habe hart trainiert, dass ich irgendwann einmal zu den Posten hinkomme. Dann bin ich hergekommen und ja, dann habe ich von Spiel zu Spiel, von Training zum Training, habe ich mich weiterentwickelt, dass ich dann, sage ich mal, jetzt Stammtorhüter bin. Und ja, es ist alles schön richtig Stufe für Stufe gegangen. Also haben wir, ich glaube, nichts überschritten und das war auch wichtig für mich. Genau. Es wird mir persönlich und um die Austria leid tun, wenn der Timi weggeht. Nur ich sage, der Timi hat ein Potenzial, der müsste im Sommer meiner Meinung nach weggehen, den nächsten Schritt machen. Ja, und jetzt, liebe Austria-Fans, haben wir beide Goalies bei uns und wir kommen zu unserer ersten Ausgabe im Austria-Quiz. Und es geht ganz einfach. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wer als erster 10 Punkte hat, ist der große Sieger. Ja, jetzt können Sie euch beide besonders beliebt machen. Wie alt ist Trainer Mani Bender? 48. 47. Also, der Andreas wollte es ganz charmant machen, aber es ist die richtige Antwort, 49 Jahre. So, somit 1-0 für unseren Gut. Philipp. Auf welchem Platz befindet sich Österreich in der Weltrangliste? 10. 9. 9. Richtige Antwort, 10. Die Weltfußballerwahl im letzten Jahr. Wer hat sie gewonnen, das wissen wir, aber wer ist Dritter geworden? Ribéry. Neymar. Richtige Antwort. Neymar. Ja, für 2 Jahre. Letztes Jahr. Bravo, Fipse. Die FIFA, also, der Weltverband, hat einen neuen Präsidenten. Was glaubt ihr, wie viele Verbände gehören zur FIFA? Österreich ist auch dabei. Leider seine Puste. 40. 35. Also ich weiß zwar nicht, was ihr jetzt gezählt habt, aber die FIFA ist der Weltverband. Es sind 209. Okay, also somit 2-2, gell? Angesprochen haben wir. Okay. Ich habe schon die Weltfußballerwahl angesprochen. Zum wievielten Mal wurde Messi heuer gewählt? Er ist einmal gar nicht gut. Heuer gar nicht. 5. Ja, Philipp, du müsstest fürs österreichische Nationalteam spielen. Wie heißt der Präsident des österreichischen Fußballbundes? Wenn du das jetzt falsch beantwortest, kannst du alles vergessen. Ich kann es nicht einmal beantworten.
Nein, ich will nichts, ich habe keine Ahnung. Was. Also ich hoffe, er wird das Video nie sehen. Ich hoffe, ich blamier mich nicht, aber Leo Windner, glaube ich. Richtig, damit 3:3. Am 14. Juni beginnt Österreich bei der Europameisterschaft gegen Ungarn. In welchem Ort wird gespielt? Marseille. Marseille wäre zu einfach jetzt auch zum sagen, ich sage Lyon. Bordeaux wäre richtig gewesen. Spanien ist aktuell der Europameister vom letzten Mal. Gegen wen hat Spanien im letzten Finale gewonnen? Italien. Damit 4:4. Schätzfrage, wie viele Fußballer sind bei österreichischen Vereinen gemeldet insgesamt? Bei österreichischen Vereinen? Was, das zählt nur erste, zweite Liga? Nein. Alle. Da, jetzt ist scheiße. Wenn ich jetzt zu wenig sage, dann wird der Leiter immer drüber und das ist Ende. Es sind 13.000. Also du glaubst, 13.000 Österreicher spielen in einem Verein? 800.000. Ein großer Unterschied zwischen euch beiden und der Leiter ist aber dennoch näher, 501.000 Österreicher und ein paar davon spielen auch bei der Austria Klagenfurt. Aber so, erinnert ihr euch noch, wie viele Punkte hat die Austria im Herbst geholt? 21. 23. 23, richtige Antwort. 5:5 Ausgleich für den dann Philipp. Frage, wann wurde das Wörthersee-Stadion eröffnet? Noch nicht so lange her. Ja, 2007. 2006. 2007, richtige Antwort. Jawohl. 6:5 für den Spiel. Philipp. Ja, Champions League Finale 2015, letztes Jahr. Wo wurde das gespielt? Oh yeah. Olympiastadion. Welches? Ja, das Deutsche, das in Berlin. Berlin. Okay, ja, richtige Antwort. 6:6. Hättest du selber auch gewusst? 6:5. Ja. Ja. Ja, wer hat letztes Jahr die Europa League gewonnen? Sevilla. Ja, Sevilla. Damit? 8:7. Okay, momentan, wir haben ja letztes Jahr die Regionalliga gewonnen. Wer ist momentan Tabellenführer in der Regionalliga Mitte? Hartberg. Richtig? 9:8. Also jetzt geht es schon um alles oder nichts. Jetzt muss ich schon fast eine schwierige Frage finden, gell? Welcher österreichische Fußballer hat die meisten Spiele überhaupt im Nationalteam absolviert? Kein amtierender Fußballer. Kein aktueller. Ja, ich weiß es, ja. Sagen wir. Ich tue mir jetzt zwischen zwei Polster. Herzog. Fuck, ja! Ist Herzog. Ich habe mir überlegt, noch mit. So, also jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Boah, jetzt muss ich aber echt schauen, hey, was stelle ich jetzt für eine Frage? Ja, der WRC spielt in der österreichischen Bundesliga. Seit wann? Stimme zu. Ja, 10 beide. Ja, bitte sagen, das war's. Gratuliere. Ist jetzt gleich auf, so wie immer. Ja, damit vielen herzlichen Dank, liebe Austria-Fans. 10:10, also zwischen Andi Leitner und Philipp Mitrovic. Und wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen am kommenden Freitag. Austria Klagenfurt gegen den FAC. Mit euch im Wörthersee-Stadion.